Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Ich bin so bereit, unsere Farben zu verschönern. Ich hoffe, man hört nicht, dass es gerade mein Wohnzimmer reinwindet. Ich habe mein Fenster offen und draußen wird es gerade sehr windig. Ah, es ist immer noch so doof, dass unsere geile Farm, also die ja echt eine wahnsinnig schöne Location hat, so schwer zu erreichen ist. Mensch. Total ärgerlich. Möchtest du jetzt mit mir sprechen? Lass mich füttern. Okay, es möchte nicht. Mist. Hallo, ich wollte den Stein eigentlich haben. Ich möchte generell so ziemlich jeden Stein haben. Dankeschön. Ich würde auch ganz gern jemanden anheuern, der hier arbeitet auf der Farm. Das sieht so cool aus. Der Turm. Schade, dass wir da nicht rein können und es so von innen oder so noch verschönern. Aber wir können bauen und zwar unser großes, stabiles Tiergehege. Am besten hierhin. Zonk. Das sieht cool aus und den Futtertrog direkt daneben, oder? So? Oder so. So kann ich ja leider nicht, ne? Nee. Es ist schade, dass wir das nicht so direkt dran machen können. Dann eben so. Was haben wir denn noch? Ein Spinnrad. Gut, pack mal auch hierher. Stimmt, das habe ich gefunden gehabt. Aber ich dachte, das wäre irgendwie, keine Ahnung, nichts für den Hof. Und den stabilen Wassertrog, den können wir ja hier so auf die Seite packen vielleicht, oder da nebendran. Mach den mal hier nebendran. Guck mal, da können wir auch direkt dann die Wäsche drin waschen. Mir fällt gerade auf, was für eine wahnsinnig doofe Idee das eigentlich ist, die Wäsche im selben Trog zu waschen, wie die Tiere draus trinken. Nicht mein hellster Moment. Auch sonst bin ich ein ziemliches Hirn. Geheimnisvoller Samen brauchen wir für den Heckenzaun. Schade. Holzplatten, Kleber, nee, das ist... Alles nix. Wir könnten uns hier so ein Gartensteinbeet basteln. Dafür brauchen wir ganz viele Konstrukteursets. Das Gartensteinset hat, glaube ich, auch unsere andere Farm, richtig? Ich meine, ja, ich würde mir am liebsten gleich zwei machen, deswegen crafte ich mal lieber ein bisschen mehr. Und dann... Moment, was habe ich jetzt verbraucht? Ach, wieder Pflastersteine. Natürlich. Natürlich geht wieder irgendwas schief. Zwei, drei... Mörtel. Und jetzt können wir uns eins machen. Zwei, drei. Dann machen wir uns eins, zwei, drei davon. Und ein Mörtel. Und noch ein Gartensteinbeet. Die wir jetzt hier... Ach so, ja, richtig. Das war das falsche Schreiben. Hier irgendwo... Vielleicht da drüben, hier so neben das Haus. So. Numero uno. Und numero dos. Zack. Sehr schön. Und dann kann ich was wirst du darin? Ach so, ja, ich bin sorry. Nicht mein hellster Moment. Was baue ich hier an? Ich würde ja am liebsten einfach alles anbauen, was ich so habe. Ach, das kann ich hier nicht anbauen. Weil das wahrscheinlich ein Baum ist oder so.
Geheimnisvoller Samen kann ich auch nicht anpflanzen. Euch kann ich anpflanzen. Und was haben wir noch? Irgendwas. Überraschungssamen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal... Halt, das war schon richtig. Zum Schneider auf. In die Richtung. Gut, ich habe zum Glück Orientierung. Ich habe viel Orientierung, falls... Also... Nee, das Lustige ist, ich habe tatsächlich eine recht gute Orientierung. So in real life. Aber in Videospielen ist es oft, dass ich dann mich auf irgendwas anderes konzentriere, während ich irgendwo langlaufe. Und dann bin ich plötzlich irgendwo und habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich denke mal, dass der ein oder andere sich auch damit identifizieren kann. Also ich bin kein Orientierungskrüppel. Oh, ich habe ein paar Freunde, die richtige Orientierungskrüppel sind. Meine Freundin gehört da auch dazu. Oh, das Problem ist halt, wenn man mit besagten Leuten auf einem Festival ist. Und diese Leute dann plötzlich weg sind. Und diese Leute keine Ahnung haben, wie man zum Zelt kommt. Aber selbst keine Ahnung haben, wo sie sind. Das ist... Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Weiße Gelehrte Pinassus. Okay, das hat mir jetzt was gebracht. Ich reiß hier mal alles ein, gell? Das ist... Stört doch keinen, oder? Wenn ich hier mal ein bisschen meine ganze Wut rauslasse. An diesem armen Gebäude, das mir überhaupt nichts getan hat. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Leute dann auf den Festivals verliert und sie haben selbst keine Ahnung, wo sie sind. Aber ihr habt auch keine Ahnung, wo sie sind. Und ihr habt... Wobei, ihr habt schon Ahnung, wo ihr seid. Also ich habe Ahnung, wo ich bin, aber... Finde die mal wieder! Schrecklich, sage ich euch. Wo bin ich denn hier? Was ist das hier für ein Ort? Ich versuche immer mit oben. Ach, wir sind schon hier. Sorry, da hat gerade wieder meine Orientierung stark nachgelassen. Ich habe nie gemerkt, dass da so riesen Obst vor dem Eingang ist von diesem Ort. Da oben ist die modische Vogelscheuche. Um die mache ich mal einen großen Bogen drumherum. Die macht mir Angst. Hey, warte, es ist Halloween. Man kann nichts Süßes oder Saures spielen, ohne sich zu verkleiden. Mal sehen, was wir da machen können. Möchtest du dich als Hexe oder als Vampir-Butler verkleiden? Als Vampir-Butler natürlich. Was ist das für eine Frage? Während du dich auf Halloween vorbereitest. Oh, Event. Schlägt die Geisterstunde. Etwas an dieser Nacht fühlt sich seltsam an, aber du ignorierst es und konzentrierst dich ganz auf deine Aufgabe. Süßigkeiten sammeln. Oh, wie cool! Das erklärt auch das Obst hier in der Stadt, das Gemüse hier in der Stadt. Jeder Tag sollte Halloween sein. Natürlich ist hier immer Nacht. Ich liebe diese Zeit des Jahres. Das ist ein sehr gruseliges Kostüm. Das ist ein sehr gruseliges Kostüm. Warum wollen die Leute unbedingt gruselige Dinge feiern? Du bist nicht so der Halloween-Mensch. Ich hoffe, dass nichts Gruseliges passiert. Warum trendet das nicht in den sozialen Netzwerken? Was sind soziale Netzwerke? Keine Frage, ich habe hier die beste Verkleidung. Hast du mich mal gesehen? Entschuldigung. Ich glaube ja eher nicht, dass du hier die beste Verkleidung hast. Kann ich hier klopfen? Ich bin nicht zu Hause. Schade. Huch, ich habe keine Angst. Ich verstecke mich öfter hinter Türen. Wenn ich Süßigkeiten unter der Tür durchschiebe, gehst du wieder, oder? Geheimnisvolle Süßigkeit haben wir bekommen. Cool, cool. Du bist der Halloween-Händler, oder was? Harre, harre, harre. Dich hat es also auf diese Seite der Nacht verschlagen, Harre. Es ist nicht gut für dich, geheimnisvolle Süßigkeiten zu essen, die du gesammelt hast. Wenn du das tust, bleibst du für immer hier.
Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich tausche deine geheimnisvollen Süßigkeit gegen einige Spezialgegenstände, die es nur auf dieser Seite der Nacht gibt. Har, har, har. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich feiere das gerade richtig, gell? Kann ich hier noch irgendwo... Da kann ich noch anklopfen. Was für ein tolles Kostüm. Du siehst aus wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. So eine lustige Verkleidung. Hier sind Süßigkeiten. Was? Habe ich irgendwie was verpasst? Ich dachte, es wäre normal, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein. Du bist aber nicht der Pizzabote. Nein, ich wollte eigentlich nur Süßigkeiten. Gute Güte, so ein attraktiver Besucher so spät nachts. Entschuldige, ich muss das sofort in meinem Blog posten. Ich wollte eigentlich eher Süßigkeiten, aber... Was ist hier? Ach, ist der hier? Das Event. Hä? Was willst du? Ich möchte Süßigkeiten. Ich bin nicht zu Hause. Okay, schade. Geh weg! Warum sind die alle so unfreundlich? Ich bin nicht zu Hause. Die sind alle so anti-Fun. Klingt, als würden alle schlafen. Ach so, das sagt nicht der. Ich dachte gerade, der würde sagen, so klingt, als ob hier alle schlafen. Das macht so viel Spaß. Wir sind also auf der anderen Seite. Das heißt, was im Namen von Eri sollst du denn sein? Das heißt also, hier sind tatsächlich alles Gruselgestalten, die sich als Menschen verkleiden und nicht andersrum. Ha, amüsant. Ach, und es ist jetzt gerade... Wobei, es wird doch gerade Tag. Süßes oder Saures nun? Dann wohl lieber Süßes. Dankeschön. Die Firma dankt. Zum Kroffelkuchen nochmal. Warum habe ich bloß die Tür geöffnet? Nun, schätze, ich kann dir ein paar Süßigkeiten geben. Dankeschön. Was ist ein Kroffelkuchen? Gib mir bitte etwas Kroffelkuchen ab. Wer bist du? Was willst du? Warum sind meine Socken blau? Lässt du mich nur in Ruhe über diese Fragen grübeln, wenn ich dir Süßigkeiten gebe? Dankeschön. Ich bin nicht zu Hause. Okay. Egoist. Der will nur die ganzen Süßigkeiten für sich selbst haben. Oh, wie nett, Liebes. Hier sind selbstgemachte Süßigkeiten. Gute Güte, du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast dir Süßigkeiten verdient. Wo sind denn jetzt noch... Da haben wir noch ein paar Ausrufezeichen. Obwohl das Ausrufezeichen der Händler ist. Aber hier scheint... Hier war ich doch schon. Oder ist hier hinten noch eine Tür? Oben vielleicht. Mist, da bin ich jetzt natürlich vorbei. Aber es scheint so, als hätte ich noch gut Zeit. Als ob jetzt nicht irgendwie hier Nacht vorbei, kein Halloween mehr. Ende. Du kriegst die ganzen Collectibles nie wieder, die du jetzt nicht gesammelt hast. Na, das, hier haben wir noch was? Die Frage ist, haben wir die Möglichkeit, alles zu kriegen? Was für ein tolles Geisterkostüm. Nimm die Süßigkeiten, die hast du dir verdient. Können wir alles kriegen oder müssen wir uns hier irgendwie entscheiden, was wir uns mitnehmen? Süßigkeiten! Danke! Hier, nimm die Süßigkeiten. Auf der Seite der Stadt sind die Menschen doch schon wesentlich netter. Wesentlich netter. Ach, du spielst Süßes oder Saures, oder? Dann bekommst du was Süßes. Dankeschön. So, wo haben wir hier denn noch? Da unten ist noch eine Tür, an der ich nicht war. Schnell, nimm die Süßigkeiten, bevor ich es mir anders überlege. Auch herzlichen Dank. Hier um die Tür ist nichts. Die Frage ist, kann ich das Event verlassen? Nein, ich möchte Halloween nicht verlassen. Natürlich nicht. Das, beantwortet aber auch meine Frage.
ob bzw. wie wir das Event beenden können. Hier ist der Eingang, ne? Kann ich hier außen rum? Nein, hier würde ich Halloween beenden. Ach, wir werden immer wieder hier drin zurückgesetzt. Okay. Hier sind auch viele Süßigkeiten. Eins. Zwei. Da oben haben wir auch noch eine Tür, in die wir können. Ich bin nicht zu Hause. Okay, dann klaue ich die Süßigkeiten aus deinem Vorgarten. Hier haben wir noch eine Süßigkeit. Ich bin nicht zu Hause. Deine Süßigkeiten habe ich übrigens auch schon geklaut. Ich bin nicht daheim. Hier haben wir noch eine... hier ist eine Schatzkiste. Mit zwei Altkönigen. Ich meine, hier haben wir noch eine Quest. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Oh. Hast du das gesehen? Da hat sich was bewegt. Scheint es mir aber ganz schön schreckhaft zu sein, dafür, dass du hier an Halloween durch die Nacht geisterst. Hab ich noch... Was bist du? Feste sind total toll! Ja. Wenn man dann einen Grund hat, Kuchen zu essen. Absolut richtig. Ich glaube, wir haben jetzt aber so ziemlich alles von der Stadt abgeklappert. Ich schau mal, was ich hier handeln kann. Ich tausche Süßigkeiten. Wie viele Süßigkeiten habe ich denn? Das Butler-Jackett ist halt sehr cool. Fledermaus-Rucksack. Buch-Rucksack ist natürlich auch geil. Alternativ hätte ich halt gern hier sowas für die Farm, ne? Das ist halt auch super cool. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Das ist eine sehr schwere Entscheidung, ich glaube. Ich habe 38, das heißt, dich kann ich mir auch noch nehmen. Dann machen wir das so. Das Butler-Jackett finde ich nämlich echt ziemlich geil. Also ziemlich geil. Also ziemlich geil. Süß oder saure? Warte, du klingelst und ich soll dir Süßigkeiten geben? Oh, na gut. Ich glaube, du hast das Konzept von süßes oder saures nicht ganz verstanden. Du brauchst mehr Süßigkeiten, um diesen Sack zu füllen. Der hat mir viel gegeben. Ich bin nicht zu Hause. Egoist. Sitzt wahrscheinlich daheim und haut sich die Wampe selbst voll mit Süßigkeiten. Bin nicht zu Hause. Dafür war der eine gerade ziemlich großzügig. Der hat nämlich 5 gegeben. 5 ist, glaube ich, schon ziemlich viel. Wir haben uns 1. Geizhals, aber besser als gar nichts. Auch 1. Da haben wir noch eine Süßigkeit. Upsa. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Nun gut, wenn ich schon hier unten bin, kann ich auch hier weitersuchen. Aber hier war ich schon. Aber es ist ein schöner Weg, hier die Stadt ein bisschen mehr zu entdecken. Das finde ich cool gelöst. Hier haben wir noch. Was ist das da drüben? Schmeiß die Tür zu. Danke für gar nichts. Nun, Kindchen, das ist nett von dir, dass du mich besuchst. Tatsächlich ein ganz normaler Besucher. Kein gieriger Süßigkeitendieb. Wow. Eigentlich war ich ein gieriger Süßigkeitendieb. Aber das Spiel war so nö. So, gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Ich würde hier gern schauen, wie hoch ich komme, wie weit ich hier im Kreis laufen kann. Dich sehe ich.
Dich habe ich gesehen. Lass mich hier wieder hoch. Ist dahinter vielleicht was versteckt? Hinter dem Kürbis? Ich denke mal eher nicht. Es sieht nicht dafür ausgelegt aus, irgendwie um glitched zu werden oder so. Wo könnten wir noch was finden? Ich glaube, hier oben haben wir jetzt auch schon alles abgesucht. Ist hier außerhalb vielleicht noch was? Was bist du denn für ein gruseliger blauer Kürbis? Ich glaube, hier war ich tatsächlich noch nie. Auch nicht außerhalb des Events. Das ist natürlich die Frage, was können wir uns noch leisten? Wie lange geht Halloween noch? Ah, hier haben wir noch eine Tür, die ich übersehen habe. Es ist gefährlich, allein unterwegs zu sein. Nimm diese Süßigkeiten. It's dangerous to go alone. Take this. Aber jetzt denke ich, dass ich soweit alles habe. Wie viele Süßigkeiten habe ich denn? 17. Das heißt, wir können uns noch... Ich bin ja versucht, den Buchrucksack hier mitzunehmen. Oder die Ballmaske. Die Ballmaske ist halt auch sehr geil. Wenn wir die Ballmaske und die Butlerhose mitnehmen... Ja, komm. Dann haben wir das komplette Butler-Outfit, also bis auf den Hut. Es ist halt schon sehr cool. Ich glaube auch, dass es das soweit hier war. Schade. Denn das war doch ziemlich cool. Ich würde gern mit der Vogelscheuche sprechen noch, aber... Naja, so weit können wir ja nicht raus. Schade. Wow, das war gruselig, aber hat Spaß gemacht. Halloween gibt es jeden Jahr in Bobbinthoff. Schau nächstes Jahr wieder vorbei. Hey, aber ich habe das komplett... Moment. Wurde ich hart gescammt? Ich wurde hart gescammt, oder? Ich habe das Butler-Outfit jetzt doppelt. Oder ich durfte es behalten. Ja, ich habe das Butler-Outfit... Egal, ich werde jetzt einfach aus Prinzip so weiter rumrennen. Moment. Habe ich jetzt noch mehr Platz im Inventar, weil ich jetzt noch einen Rucksack habe? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Nee, ich kann nur einen Rucksack... Ah, nee, oder den Tornister. Habe ich mit dem Tornister jetzt... Nee. Nee, ich habe mit dem Tornister nicht mehr Platz. Was ist dann der Unterschied zwischen dem Leinenrucksack und dem Tornister? Ach, egal. Ich werde es wohl nie erfahren, außer ihr schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre sehr nett, denn Mi ist verwirrt. Oh, jetzt ist da ein anderer Händler. Oh, wie cool. Gut, Freunde, dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, was es mit dem auf sich hat. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.